11 Jahre, so lange kämpfte Ryan Reynolds für Deadpool. Seitdem 17. Mal flimmert endlich der zweite Teil des Marvel-Erfolgshits Deadpool über die deutschen Kinoleinwände. Vor zwei Jahren überzeugte Schauspieler Ryan Reynolds, 41, das erste Mal als Anti-Held. Mit seinen lockeren Sprüchen und dem schwarzen Humor eroberte er als maskierter Held ein Millionenpublikum. Auf der Pressekonferenz zu Deadpool 2 erzählte, welche Steine ihm zu Beginn des Filmes in den Weg gelegt worden seien. Vor einigen Tagen stand der Cast des neuen Murphys Steven Gätjen, 45, Rede und Antwort in Berlin. Dass der Film ein Überraschungshit war, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Hauptdarsteller Ryan klärte aber nun auf, wie lange er wirklich für den Streifen kämpfen musste. Ich habe diesen Film 11 Jahre gepusht. Die Produktion war erst nicht daran interessiert, einen Film zu machen, gab der Mann von Blakely-Velue, 30, zu. Letztendlich waren die Liebhaber des Marvel-Charakters für den riesigen Erfolg verantwortlich. Und dann war da das Internet, die Fans, die den Charakter sehen wollte. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir am Filmset standen, erzählte Ryan weiter. Damals hätte die Crew allerdings noch keine Erwartungen an den Blockbuster gehabt.